Hi Leute, Xenex hier und willkommen zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wir haben ein paar Sidequests in den letzten Episoden gemacht, eine kleine Segeltour und jetzt sind wir wieder im Portemonnaie angelangt und ja, was können wir als nächstes machen? Ich denke, wir kümmern uns als nächstes mal wieder um die Hauptquest. Ich guck mal gerade hier kurz meine Taschen an, ob ich hier vielleicht irgendwie was habe, was wir vielleicht noch auffüllen sollten. Ich denke mal, das ist alles in Ordnung. Ich denke, wir können uns mal um den nächsten Dungeon kümmern. Und hierfür gehen wir als erstes mal, oder porten wir uns erstmal zu der Insel, wo wir hin müssen. Denn, questmäßig müssen wir, einen Waisen finden. Das hat uns das Boot ja schon gesagt. Und der Rote Leuenkönig. Und zwar finden wir den nächsten Waisen für den nächsten Tempel, den wir machen in Draconia. Jetzt kommen so die Stellen, die ich jetzt, die weniger im Gedächtnis geblieben sind, sag ich mal. Wo ich vielleicht ein bisschen mehr, nicht stotter, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr überlegen muss wieder. Kriegen wir trotzdem hin, denke ich irgendwie. Und wenn ihr mal ganz leise hinhört, ich bin jetzt auch mal still. Ja, da ist jemand, da spielt jemand eine Harfe oder so. Ja, damit habe ich den Schein auch kaputt gemacht. Sehr schön. Wollte eigentlich was ausprobieren, aber naja. Jetzt hört ihr es langsam ein bisschen besser. Ja. Da spielt eindeutig jemand Harfe. Und zu dem, oder zu dieser Person, müssen wir. Dafür gehen wir erstmal hier hoch. Muss man gerade überlegen. Ja, hier können wir, glaube ich, raus. Jawohl. Dann brauchen wir unseren Greifer. Na komm. Danke. Xenex, du bist wohlauf. Kaomori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen. Aber jetzt, wo ich dich in Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Kaomori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Xenex. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Kaomori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss ich wohl meine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiter üben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Tja, ich habe einen Job für dich. Aber das ist ja ein Taktstock. Willst du mich etwa dirigieren, Xenex? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Alles klar. Die Hymne des Terragottes. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendetwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Oh no!
Wir haben unseren Terragott. Oder Terra-Weisen? Nicht Terragott. Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Xanax. Dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Xanax, bitte begleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Meduli, Meduli, wie auch immer, Meduli, in Erinnerung behält. Alright, let's do it! Ab zum Terra-Tempel, den finden wir ja da unten. Ich meine, das war der Terra-Tempel. Der andere Tempel ist der obere. Heute wird nicht lang gequasselt. Heute gibt es Tempel zu erstürmen. Yay! Yay. Yay. Es ist faktisch ein wenig schneller zu segeln, wenn ich die ganze Zeit so mache. Aber ich glaube, da würdet ihr irgendwann einen Rappel kriegen. Deswegen lassen wir das mal. Weil man immer durch das Aktivieren des Supersegels einen kleinen Boost bekommt, einen kleinen Schub, der natürlich durch das dauerhafte Drücken immer wieder aktiviert wird. Und deswegen ist man ein wenig schneller, wie man auch vielleicht sieht. Ist sehr, sehr minimal, aber man ist schneller. Okay. Da ist der Tempel. Mit den Möwen, die alle eingefroren sind. Meduli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Xanax in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Xanax A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Alles klar. Und du, Xanax. Wenn Meduli an einer Stelle in den Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Jo! Du beschützt Meduli, Xanax, und Meduli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Alright. Hier sind wir also. Damit machen wir diese Siegel, so schimpfe ich sie jetzt mal, kaputt und können weiter fortfahren.
It's time für den Terra-Tempel. Oder im Englischen auch der Earth-Tempel, also der Tempel der Erde. Alright. Da komm mal her. Ja, eine kleine Hilfe, die sie hat, gemacht, wie auch immer. Wir können mit ihr so ein bisschen fliegen. Das ist ganz praktisch. So, als nächstes müssen wir. Ups. Ich stelle ich mal hier ab. Und kämpfe mit dem mal ohne dich. Okay, kümmere mich auch noch um die anderen hier eben. Okay. So, diese Technik, die ihr gerade kurz gesehen habt, im letzten Sprung habe ich es hingekriegt. Wenn man einen Sprung macht, einen Sprungschlag, also diese Attacke hier, die ist hier, whoops, und dann in dem Moment diesen Kreis oder diesen Wirbelschlag macht, da macht man sehr, 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 sehr viel Schaden. Mehr als sonst. Das ist irgendwie. Das Spiel berechnet den Schaden ganz komisch in dem Moment. Habe ich rausgefunden. Nein, habe ich nicht rausgefunden, habe ich mitbekommen durch ein paar Videos. Und das ist eine gute Technik, um Gegner sehr viel Schaden hinzuzufügen, wenn es denn klappt. Ich versuche das mal ein paar Mal umzusetzen. Xanax. Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, dann werde ich durch wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Alles klar. Und zwar müssen wir, ich überlege gerade, wir müssen, glaube ich, einmal mit ihr hier rüber. Zack. Und dann müssen wir mit ihr sie darüber werfen und dann benutzen wir aber das Lied des Puppenspielers, die Sonate. Wir übernehmen dann natürlich Medulli im Flug. Und die Schuss runter. Na toll. Dann fliegt sie einfach hier hoch und stellt sich hier drauf. Wir gehen zurück, weil ich habe mich natürlich jetzt wegbewegt vom Schalter. Na komm. Zack. Und auch das ist erledigt. So, kann ich sie jetzt herrufen irgendwie? Nö, muss ich wieder die doofe Solid spielen. Na gut. Dann komm runter. Okay. Fuck me! Das ist der einzige Moment im Spiel, oder. Ups. Generell einer der wenigen Momente im Spiel, wo Link mal was sagt. Also das passiert nicht so oft in Zelda-Spielen, dass Link was sagt. Das richtig coole ist, da sie jetzt nicht bei mir drin ist im Raum, kann ich, glaube ich, diese anderen Dinger hier nicht besiegen. Dann kommt man hier rein. So. So. Kommt rein. Bringt mich an. Die werden nämlich durch das Licht zu Stein und dann können wir die erst kaputt machen. Mit Medulli wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen einfacher. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Okay. Alles klar. Die hätten sie einfach mitnehmen sollen. Sie folgt mir also, ich hatte es nicht ganz im Kopf, ich dachte, sie folgt mir auch, wenn ich sie einfach rufe. Scheinbar nicht. Und jetzt ist sie anscheinend irgendwie, wo ist die denn? Ist sie hier am Anfang wieder? Ja. Mann, Mädel. Muss ich dich denn immer auf Händen tragen?
Ja, Frauen lieben das, ich weiß. Manche zumindest. Einige. Alright. Alright, okay. Alright, okay. So, jetzt können wir sie nämlich... Ich guck mal gerade, ob ich sie abgelegt bekomme, dass das passt. So, und jetzt... Guck mich an. Guck mich an. Passt nicht. Okay, müssen wir wirklich das Lied spielen. Das passt von der Höhe nicht ganz. Die muss nämlich die Truhe einmal beleuchten. Ich glaube, in der Truhe ist eh nur die Karte oder so drin. Aber, genau so war das. Alles klar. Und dann... Zack. Alles klar. Dann haben wir das auch. Komm her. Tor aufmachen. Autsch. Und Karte holen. Ich habe nebenbei einen Plan von der Map noch aufgemacht. Da muss ich nicht immer auf meinen Bildschirm gucken. Also auf meinem Gamepad muss ich da nicht immer wechseln. Deswegen ist das für mich dann ganz angenehm. Wir machen mal eben hier. Scheiße, so geht das gar nicht. Kriegen wir das damit kaputt? Alles klar. Sicher ist sicher. Okay, weiter geht's. Und ich habe sie wieder vergessen mitzunehmen. Ach, die doofe, blöde Kuh. Komm mit.